Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Unity Dead Kings. Wir machen weiter hier. Ja. Zurück mit einer weiteren Assassinen-Mission, nämlich da oben, einer Nebenaufgabe. Die da heißt Rosenknospe. Die Rosenknospe. Und ich bin gespannt, welche skurrile Gesellschaft wir diesmal kennenlernen werden. Es geht ja hinab in ein Grab. Ihr habt es bereits gehört. Das heißt vermutlich erneut. Ist ja gerade echt auf eine Wäscheleine geklettert. Wahnsinn. So, das heißt vermutlich erneut Grabräuber. Das sollte spannend werden. Ich laufe in die komplett falsche Richtung. Und ich muss sagen, im Vergleich zu Notre Dame ist auch diese Kirche wirklich sehr gut gelungen. Vor allem mit diesem undichten Dach. Wirkt sehr gut. Haben wir den Hut schon? Ich glaube schon. Na komm, Arno. Okay, scheinbar direkt am Kloster. Wir laufen hier mal ganz mutig rum. Ich hoffe, dass hier nirgendwo irgendwelche Krawallmacher sind. Okay, da vorne sind welche. Aber das ist gar kein Problem für uns. So. Tja, das haben wir elegant gelöst, oder? So. Sehr schön. Die Rosenknospe. Die Grabstätte durchsuchen, welche... Das will ich sehen. Okay, die streitet sich hinten mit dem Opfer unseres Berserker-Files. So. Darf ich jetzt bitte die... Nein. Nummer 1 und... Okay, der liegt schon. Schade. Na gut, die Rosenknospe nochmal. Die Grabstätte durchsuchen, welche die Plünderer offenbar am dringlichsten öffnen wollten. Ein gestützter männlicher Knochen und das Rosenzepter. Ah ja, die Grabstätte durchsuchen, welche die Plünderer... Ja. Okay. Oh. Erneut der Untergrund. Königliche Krypta. Hallo, Kerl! Da bist du ja! Und diese Möchtegern-Bedrohung hier. Kann ich ja im Leben nicht ernst nehmen, oder? So. Okay, das sieht mir nach einem Grab einer weiblichen Persönlichkeit aus. Die unberührte Grabstätte von Maria de Medici, eines der letzten versetzten Gräber der Krypta. An der Seite wurde ein kompliziertes Schloss angebracht. Das ist ein Teil des Entwurfs für den Prototyp de Clef, unterschrieben von Guillaume Lemery, einem Juwelier in Fort... Ja, ich kann nicht mehr den Namen aussprechen, das ist schon traurig. Und ein Zettelchen. Ein Bericht. Maria de Medicis Grabstätte kann nicht geöffnet werden. Der Marmor ist stabil und selbst meine besten Männern gelingt es nicht, das Schloss zu knacken. Der Juwelier sprach vom Zepter der Königin Frankreichs. Es würde mir nicht schlecht gefallen, es für ein hübsches Sümmchen zu veräußern. Ah ja. Ich denke mal, der Juwelier wird unser nächstes Ziel sein.
den Juwelier finden. Ja, ja. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Überall Wachen. Und schon wieder. Liegt das am Add-on oder was ist los? Ja, Leute, wir werden den Juwelier finden, wenn das Spiel nicht nochmal einfriert. Ich weiß echt nicht, was los ist. Da fliegt ja sogar das Huhn schon durch die Gegend. Naja gut, ich hoffe mal, dass es nicht nochmal passiert. Wir sind wieder hier drin, das heißt, wir müssen uns nochmal hier rausschleichen. Ja, ja, merkwürdig, merkwürdig. Ja, ja, freut mich auch, euch alle kennenzulernen. So, meine Güte. Dead Kings momentan echt ein kleiner Problemherd, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo ihr zwei. Eigentlich schon brutal, oder? Die haben uns gar nichts getan. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Naja. Legt euch nicht mit Arno an. Denn nach Elis Tod ist Arno wirklich böse geworden. Zumindest hier mein Arno. Oh. Der Juwelier. Wo ist der Besitzer dieses Ladens? Der Juwelier? Weg! In den Katakomben. Er versuchte, eine Gruft zu öffnen. Ich habe seit Tagen nichts von ihm gehört. Merci. Je trouve votre présence assez opportune, citoyen. Den Juwelier finden jetzt in den Katakomben. Na, das wird ja spannend. Oh, oh. Also hier in Dead Kings spielt die Katakomben auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Das kennen wir. Das ist der Ausgang, den wir beim letzten Mal genommen haben. Boah, Arno. Alter Angeber. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Öl. So. Okay, der Juwelier versucht also hier eine Grabkammer zu öffnen. Oh oh. Rauchbombe, Betäubungsbombe. Ja, die haben jetzt alle Angst, dann sollen sie mal laufen. Also man muss einfach nur den General ausschalten, dann ist der Rest gar kein Problem, weil die einfach weglaufen. Auch gut zu wissen. So. Das gleiche gilt auch hier, oder? Rein Interesse halber. Tja, so einfach geht das. So viel dazu. Einmal beschaffen. Oh, Leute. Leute, macht's doch nicht so schwierig. So. Hier stand... Da, interagier. Na, komm schon. So. Ah ja.
Die Grabstätte öffnen. Von Maria de Medici. Boah, der war aber auch böse. Also Arno, Arno, Arno. Man muss nur die Kapitäne ausschalten. Dann ist der Rest gar kein Problem. Autsch! Hey, hör auf damit! Ah, ich glaube schon, dass ich lebend entkomme. Okay, jetzt habe ich mich verlaufen. Ah. Moment, komme jetzt in der Kirche aus? Das wäre gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Einen Moment mal. Wie kommen wir hier jetzt schnell raus? Arno, was mal. Psst. Wir müssen nach oben. Die Musik ist echt super. Ja, oder wir gehen einfach... Ja. Oder wir nehmen einfach die Tür. Warum nicht? So. Das Grab ist ja auch direkt hier vorne. Die beiden können wir gut ausschalten. So, dann einen Berserker-Pfeil. Seit wann ist es so? Na gut, die Riesmuscheln sind hier also nicht bekommen. Du willst mit meinem Weib schlafen, was? Du nennst ja, genau, genau das ist der Grund. Nein, sterben! Wie kannst du mir das antun? Ich hab noch nicht mal ein Weib! Und trotzdem... Der hat sich auch erledigt. Das heißt, wir können die Grabkammer öffnen. Sehr schön. Oder eher gesagt, den Sakrophag. Wo kommst du denn hier? Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Meine Güte. Natürlich stimmt hier was nicht. Was denkst du denn? So. Einmal öffnen, bitte. Na, pfui. Da ist das Rosenzepter. Das Rosenzepter der Königin Frankreichs. Es galt seit der Königszeremonie von Maria de Medici als verschollen. Naja, ob es sich dafür jetzt so gelohnt hat, ich weiß ja nicht. Basilika, ja, ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Naja, gut, das Rosenzepter. Jetzt wird das ganz gewiss keine Königin mehr in der Hand halten. So, ebenso wenig ein König übrigens. So würde ich sagen, gehen wir einmal hier über das Kloster drüber. Denn wir müssen ja da ganz hinten hin. Dann haben wir hier die Fläche schon mal komplett ohne Kontakt mit Wachen
überwunden. Und müssen beinahe nur noch eine Linie laufen. So. Einmal schleichen und... Auf Wiedersehen. Hallo, hallo, hallo. Das war ich nicht. Und da haben wir wieder ein Hütchen von Napoleon. Und eine Kiste. Eine unbewachte Kiste, auch merkwürdig. Die auch noch sehr einfach verschlossen ist. Und uns ein bisschen Geld spendet. Warum nicht? Auf dem Balkon ist das Hütchen. Können wir dann auch direkt mitnehmen. 7 von 7. Hat ja gut funktioniert. Und die Kiste ist da unten. Was geht denn dem vor, Wahnsinniger? Genau, ich bin wahnsinnig. Daran muss es liegen. Einmal die Kiste bitte plündern. So, das sollte für Ablenkung sorgen. Lauf mal hin. Lauf mal hin. So. Sehr strategisch. Oder gesagt taktisch. Strategisch ist falsch gesagt. So, die Zeitung kennen wir vermutlich schon, oder? Ja, die gleiche wie immer. Das haben wir. Dann würde ich sagen, haben wir da noch einen Aussichtspunkt, mit dem wir wunderschön diese Aufnahme auch beenden können. Etwas kürzer als sonst, aber es ist ein schöner runder Abschluss. So, kämpft immer schön weiter, da habe ich gar nichts mehr zu tun. Überall Straßenkämpfe. Weg da. Und man muss sagen, das Leid ist schon groß, oder? Die Windmühle. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe das Blinken von der Kiste gehört. Was haben wir hier? Mal wieder Geld. Weil wir so wenig haben. So. Es ist eine Glyphe? Mach mich nicht schwach. Keine Glyphen. Damit habe ich so meine Probleme. Hier ist eine Kiste. Auch sehr einfach verschlossen. So. 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 2000 ist noch nicht die Welt, aber immerhin. Und dann würde ich sagen, diese Windmühle, die beinahe symbolisch den Stand oder den Status hier dieses ganzen Stadtgebiets darstellt, ist dann unser nächstes Ziel. Das war gemein, oder? Das so zu formulieren. So, einmal hoch und hoch und hoch. Und synchronisieren. Oh Mann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier haben wir auch direkt zwei neue Kisten.
So. So. Dann einmal hier hoch, einmal hier runter, einmal hier rüber. Mit ganz viel Schwung, ihr habt's gesehen. Hallo, mein Freund. Schöner Dachboden. Ja, den Dieb kriege ich nicht, tut mir leid. So. Hallo, Freundchen. Sehr unaufmerksam. Die wollen es ja gar nicht anders, oder? Naja. Vielleicht bekommen wir ein paar Berserker-Pfeile, auch wenn ich das eher weniger denke. Natürlich nicht. Ich glaube, die muss man kaufen. So, Spielkarte, dankeschön. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Und dann haben wir tatsächlich schon alle drei Aussichtspunkte erreicht. Und ja, das ganze Gebiet freigeschaltet. Groß ist es nicht wirklich, muss man sagen. Und beim nächsten Mal starten wir dann mal mit einer Hauptstory, mit einer Hauptmission durch, mit einer Haupterinnerung. Und zwar Sequenz 3 ist das mittlerweile. Ich bin gespannt, welchen Umfang wir hier noch erleben dürfen mit dem Add-on, mit der Erweiterung. Ja, die Truhe ist voll, ich weiß. So, einmal hoch. Hier ist auch wieder ein Hut von Napoleon. Es darf nicht wahr sein. Es ist schon wieder eingefroren, ihr habt es genau gesehen. Dann muss es definitiv an dem Spiel liegen. Das ist ja mal gruselig, oder? Das ist ja mal gruselig. Ja, wenn es dann wirklich so ist, Leute, würde ich aber sagen, beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter, werden dann die Kiste plündern, genau, Napoleons Hütchen einsammeln und dann mit der nächsten Erinnerung durchstarten, wenn das Spiel nicht einfriert. All das beim nächsten Mal hier bei einer schweren Geburt mit Assassin's Creed Unity Dead Kings. Scheint ein bisschen fehlerhaft zu sein, oder? Naja, auch das Laden funktioniert wieder nicht. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, das war's hier aus einem sehr interessanten Stadtviertel, das sehr stark von Armut und vor allen Dingen Trübsal dominiert ist, würde ich sagen. Aber okay, vielen Dank fürs Zuschauen, das war's hier an der Stelle mit Assassin's Creed Unity und bis zum nächsten Mal. Thank you.